Herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Müssen wir in den Stollen rein? Haben wir hinten auch noch was? Wenn man hier schon rein kann, ne? Da ist was. Naja gut, immerhin haben wir hier noch Leder gefunden. Okay. Aus den Minen entkommen. Ja, super. Ich bin doch freiwillig reingekommen. Ich kann entkommen, ja. Ich kann den gleichen Weg wieder zurückgehen. Aber da ist, glaube ich, nichts, oder? Hm, wie sind denn hier die Wege? Kann man das sehen? Nee, natürlich wieder nicht. Gehen wir erstmal hier rum. Da hinten blinkt was. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts irgendwie liegen lasse. Sonnenlicht voraus. Na los, lass uns gehen. Oder auch nicht. Muss ich aber reinkommen? Ach, Moment. Komme ich auch rein. So, die Frage ist jetzt nur, warum komme ich hier nicht rüber? Muss ich anscheinend doch hinten den Weg nehmen. Der sollte theoretisch zum gleichen rüberführen. Allerdings viel weiter nach unten irgendwie. Boah, dass die Kamera immer wieder nach oben geht, ne? Hallo? Glaubst du, hier spukt es? Das wäre eine schöne Abwechslung. Und ja, hier spukt es. Es steht nämlich ein Geist vor mir. Oder stand. Was muss ich denn da oben machen? Mhm, die bauen hier irgendwas ab. Sieht mir so nach Steinen aus, aber ich befürchte, dass es nicht nur Steine sind. So, Moment. Das können wir noch nehmen. Das können wir wegschieben. Das sieht auch so aus, als ob wir das machen müssen. Scheint festzustecken. Ja, geil. Ich kann da nicht hoch, oder? Komme ich da hoch? Natürlich nicht. Muss man das irgendwie... Na, steht auch nur, dass es verschlossen, also dass es feststeckt. Soll ich mich jetzt hier in den Tod stürzen? Oh, Mist. Oh, ich wollte gerade noch fragen, wieso das Mist ist. Verstärkung. Was ist mit dem Typen da oben? Vorsicht! Ja, ja. Das Problem ist... Ach so. Da! Fort mit dir! Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Okay, ich dachte gerade, ich komme ja sowieso nicht da hoch. Brauche ich ja auch nicht, wenn ich schießen kann. Das ist ein völlig neues Gefühl der Freiheit. Da hat sie schon recht. Okay. Da geht's nicht weiter. Oder? Was ist hier? Moment, hä? Nee, da kam ich doch gerade her. Da geht's doch weiter. Können wir da vorne noch irgendwas machen? Nee, ne? Sehr schön. Ich glaube, ich bin zwar doch in die falsche Richtung gelaufen, aber wir haben noch was gefunden. Sehr gut. Hier komme ich nicht... Ach, das ist diese eine Stelle, glaube ich.
Hatte ich die nicht gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber hier, oder konnte ich hier runterspringen? ja, irgendwie theoretisch schon, ja. Kann ich da dran springen? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist das ja zum Klettern. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt bei dem Versuch. Nee, er will auch gar nicht dahin. Und darunter auch nicht. Komme ich hier hoch? Nee, ne? Aber einen anderen Weg können wir doch gar nicht nehmen. Ach nee. Ach, ich bin so blöd. Oh. Ja, wir haben das Ding ja jetzt verschoben, klar. So, von hier aus könnten wir theoretisch dahin springen, aber das machen wir nicht. Wir gucken hier erstmal. Was haben wir denn hier? Da kommen wir noch durch. So, was haben wir denn hier Schönes? Tagebuch des Vorarbeiters. Die Männer sind wütend und voller Zorn. Sie beschweren sich über Schmerzen und Pein, obwohl erst ein paar Stunden vergangen sind. Die frommen Bürger in der Stadt nennen die Minen finster und beziehen sich damit sicher nicht nur auf den Mangel an Licht. Ich glaube, sie haben Angst vor... Freund kämpft gegen Freund. Die Männer sind verletzt, einige davon schwer. Es wurden Fehler gemacht und wir verlieren jeden Tag einen Mann durch einen Unfall. Und wenn es kein Unfall war, will ich den wahren Grund lieber nicht wissen. Und begraben ihn an Ort und Stelle. So kann das nicht weitergehen, sonst... Katastrophe. Ich schreibe diese Nachricht im flackernden Licht unserer letzten Lampe. Die Mine wurde versiegelt, ob durch menschliches Versagen oder einen Materialfehler oder beides, vermag ich nicht zu sagen. Aber Tatsache ist, dass wir hier feststecken. Diese Mine wird unser aller Grab sein. Ja, das will ich jetzt nicht hoffen, dass sie auch mein Grab wird. Ich bin ja aber noch jung und fit. Ich kann noch klettern und kämpfen und überhaupt... irgendwas hat jetzt hier... Achso! Wegen den Dingern wahrscheinlich. Moment, dann gucke ich aber vorher noch mal kurz hier oben nach. Ist hier irgendwas? Weil wenn, möchte ich natürlich auch alles einsammeln, was geht. Das führt uns wieder dorthin, wo wir hergekommen sind. Ja, da will ich aber nicht hin. Also da muss ich wahrscheinlich dann nachher rum, um wieder zurückzukommen oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Leder. So, wie war das nochmal? Oh Gott, ich habe vergessen, welche Taste ich drücken muss. Wird aber eigentlich immer angezeigt, oder? Aber... Ich muss das von da oben machen. Was bist du hier? Das gefällt mir so gar nicht. Ja, ich glaube, ich muss es von hier oben machen. Ja, ja. LB. Es führt hier kein Weg rüber. Ach so. Moment. Das ist auf der rechten Seite. Ach, und dann erwacht der Typ bestimmt. Ja, ja. Gehst du mal hier runter? Und dann erwacht der Typ bestimmt, wenn ich hier... Oder auch nicht. Wobei, kann ich da oben nicht... Jetzt muss ich mal eben schauen, bevor ich da jetzt mich da durchsauge. Alter, was war das? Das Ding kann ich doch selber bewegen. Oder ist das... Ah ne, Moment, das ist eine Sackgasse hier, ne? Nee, ist keine Sackgasse, oder? Kann ich hoch?
Sehr schön, noch eine Truhe. Truhen sind immer gerne willkommen. Gerne willkommen, tolles Deutsch. Okay, die Frage ist, was habe ich jetzt gemacht? Kann ich da runterspringen? Ja, ne? Okay, ja, ja, und sie will sich jetzt da hochziehen. Wir haben jetzt aber unseren Weg leicht kaputt gemacht. Wie kommen wir da jetzt wieder rüber? ja. Da sind doch tolle Aussichten hier. Ach nee, Moment, wir können ja... Ach, ich bin so blöd. Nein, ich will wechseln, ich will wechseln. Augen auf. Aber der macht mir immer noch Sorgen hier unten. Ehrlich gesagt. Aber gut, wir gehen jetzt nach oben. Ich finde das cool, wie man so wirklich so... Ich lass dich nicht fallen. Ich weiß. ...ohne Probleme wechseln kann. Nicht ganz. Ja, nicht ganz, genau. Wieso bist du nicht einfach... Ah, jetzt. Ich bin froh, dass du mich durch die Luft wirbelst. Ich helfe doch immer wieder gerne. Ne? Es wird langsam ziemlich dunkel hier unten. Das gefällt mir gar nicht, weil dann sehe ich so wenig. Hier ist auch noch irgendwas. Okay. Das konnte ich noch nicht machen, ne? Oder wie war das? Nein. Ach, ich drücke immer die falsche Taste, wenn ich wechseln will. Das ist so prädestiniert dafür, dass mir gleich was entgegenspringt hier. Okay. Bin aber auf jeden Fall schon mal aus der Mine raus. Das zeigt er mir auch an. So, hier vorne was untersuchen. Seltsame Spuren. Irgendwas kam hier lang. Etwas Gewaltiges. Kann ich mir das nochmal überlegen? Ich weiß ja noch, wie ich zurückkomme, ne? Den Weg finde ich wieder. Warte. Scheiße. Das ist übel. Das ist richtig übel. Die Jäger wurden zur Beute. Die Leichen wurden nicht gefressen. Sie wurden nicht wegen ihres Fleisches getötet. Das waren Schemen. Ihre Spuren sind hier überall. Willst mich verarschen, oder? Wie viel Wut muss in einem stecken, dass man ein ganzes Wolfsrudel auslöscht? Sehr viel Wut. Alter. Was haben diese Wölfe nur getan, um solchen Groll verdient zu haben? Ich würde gerne noch mal umdrehen, ja. Eieieiei, das sieht so ein bisschen aus wie eine Knochengrube. Wo will sie jetzt drauf hinaus, dass sie so nach oben guckt? Kommt ja jetzt was von oben gesprungen, oder was hieß das? Sie ist hier eingedrungen, hat die Wölfe niedergemetzelt. Und sie ausgeweidet. Ja, das sind doch tolle Aussichten für mich. Wenn das war, dann muss sie verdammt groß sein. Wenn das die Bestie war, muss sie einen Körper haben. Ja. Der Körper macht mir ja gerade Sorgen. Mal die Welpen haben überlebt. Was könnte das getan haben? Rache. Fleischgewordene Rache.
das immer die Wölfe abgeschlachtet hat, sprach mit vielen Stimmen. Mehrere Geister in einem geborgten Körper. Könnte es sich um eine Geißel handeln? Ja, eine Geißel. Mächtig und äußerst wütend. Und gerade bei uns in der Nähe, glaube ich. Alter. Was zum Henker? Boah, was haben die denn bitte für... Scheiß Promenadenmischung. Ja, ne? Finde ich auch. Das war knapper, als es mir lieb war. Das Geheul. Wie unzählige Seelen, die alle im Gleichklang schreien. Okay, ich kann hier nichts mehr machen. Ich dachte eigentlich, dass ich ein Ritual vielleicht noch machen könnte. Will ich da hochgehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, Geißeln wären sehr selten. Hattest du es schon mal mit einer zu tun? Einmal, ja. Ein Handelsschiff nach Bordeaux sank in einem Unwetter. Die Sklaven kehrten als Geißel zurück. Um sie zu verbannen, stellte ich 50 Pfund Bannpulver her und schoss es mit einer Kanone ab. Da hatte sie bereits den Kapitän ermordet. Und die Hälfte der Besatzung und den Besitzer des Schiffs. Eine echte Tragödie. Ja. Ja, das führt mich nur aus dem Gebiet raus. Okay, ich dachte, vielleicht wäre hier oben noch eine Truhe oder irgendwas. Aber gut, dann gehen wir wieder zurück. Oh Gott. Warum habe ich dieses Spiel gestartet? Ich bin mir nicht sicher. Das sieht so nach so einem riesen Endboss irgendwie mehr aus. So lange spielen wir doch noch gar nicht. Ne, das können wir nicht einsammeln. Okay, die Bestie ist links rumgelaufen. Also wenn ich Glück habe, ist das nur wieder so ein Fake. Und die Leute laufen so mit übergroßen Fußstampfen rum. Aber ich befürchte leider eher nicht. Und ich befürchte, genau deswegen habe ich auch die Knarre bekommen. Sieh mal einer an. Eine Leiche. Und hier sind Bissspuren. Er lässt sich vom Tod nicht wirklich beeindrucken, oder? Schemen-Typ. Du kannst herausfinden, welcher Typ Schemen von einem Leichnam Besitz ergriffen hat, indem du dir das Symbol ansiehst, das über diesen angezeigt wird. Der besessene Leichnam verfügt nicht nur über seine eigenen Fähigkeiten, sondern übernimmt auch die Fähigkeiten des jeweiligen Schemens. Okay, das heißt... Ja, sie bringen noch mehr Freunde mit. Die Leiche schießt gleich. Oh, Leute. Es wird ernst. Bleib. Die Leiche zielt auf uns. Verstärkung. Hallo? Der Wolf war doch gerade tot. Ich glaube, der nimmt mich einen aufs Kopf. Alter! Fort mit dir! Ich glaube, der nimmt mich einen aufs Kopf. Schieß doch, Junge! Mann! Hat da gerade eine Leiche ihre Flinte gespannt? Ja, das machen die schon mal öfter. Pisst euch! Wo ist der? Hier drüben. Alter! Oh. Ich dachte, sie soll hier eine Bestie jagen.
Und nicht irgend so einen toten, keine Ahnung was. War das der tote Pirat aus ihrer Beschreibung oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Hier drüben, was haben wir denn hier? Der längere Pfad ist sicherer. Den müsst ihr nehmen. Und wieso kommst du nicht mit? Der Schnellste erkundet den Weg. Wir warten in einem Unterschlupf mit Essen. Dann ziehen wir gemeinsam weiter. Niklas hier soll euch begleiten. Einen besseren Schützen findet ihr hier nicht. Dulin, stimmst du zu? Ich werde mein Bestes geben, Samuel, keine Frage. Aber wenn Thickskin meint, wir wären sicher, glaube ich ihr das. In der Wildnis tragen wir die hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Da geht jemand recht großzügig mit seinen Pfeifen um. Na, diesem armen Teufel haben sie nichts genützt. Wenn dieser Dulin die vermisste Gruppe beschützen sollte, dann will ich nicht wissen, was ihnen zugestoßen ist. Nicolas Dulins Tagebuch. Ich, Nicolas Dulin, scheine mich verirrt zu haben. Es ist ein seltsames Gefühl. Thickskin sollte hier sein, aber es gibt keine Spur von ihr. Vielleicht haben wir den falschen Weg eingeschlagen und sind auf den Pfad des Teufels ins finstere Hinterland, weit weg vom Grenzgebiet. Aber das glaube ich nicht. Mein Instinkt sagt mir, dass wir nah am Treffpunkt sind, ganz nah. Aber die Wölfe sind näher und ich muss mich ausruhen. Da war noch was? Nee, das war nur wieder lesen. Also ich weiß schon, warum ich die Troller nicht mag. Ich wollte sagen, da habe ich doch gerade noch was gesehen, ja. Ich muss immer es noch war die vernünftig, Bestie die Gruppe zu teilen. Je größer der Trupp, desto langsamer kommt man vorwärts. Wir in den Highlands hätten uns nie von den Engländern spalten lassen. Das sind Zivilisten. Nicht jeder kann sich um sich selbst kümmern. Ja, so viel steht fest. Ach so. Ich dachte, da kann man was nehmen. Ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen. Okay, da kann ich durch. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Was ist denn das hier? Das ist wieder irgendwas. Die Dinger habe ich doch schon mal gesehen, oder? Da kann man nicht durch, da kann man hoch, meine ich natürlich. Oder muss ich auf die schießen eventuell? Ich bin mir nicht sicher. Komme ich, glaube ich, jetzt aber auch nicht zurück. Eieiei. Ein langer, beschwerlicher Pfad. Und eigentlich will ich die Bestie gar nicht aufspüren. Mir hat das gerade schon gereicht. Vor allen Dingen waren die levelmäßig über mir. Vor einiger Zeit. Und hat Leder zurückgelassen. Fast gut. Allerdings. Vielleicht sind sie noch irgendwo da draußen. Vielleicht. Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Ah! Das bedeutet, dass gleich ein Boss kommt, oder? Den Unterschlupf untersuchen. Take heart. The camp lies close northwest. We await you there, Kate. Black tapfer. Das Lager ist nahe gen Nordwesten. Wir erwarten euch dort. Kate in. Seiten. Halb verbrannt. Kates Tagebuch, Eigentum von C. Newsmith, verbrannte Seiten. Du hast mich dazu angestachelt. Schreib, hast du gesagt. Schreib, Catherine, und du hast dich von dem zu befreien, das dich stört. Aber die Hand, die den Stachel in mein Herz gerammt hat, kann nicht die Hand sein, die ihn wieder herausreißt. 7 Jahre sind seit deinem Tod vergangen, und der Stachel durchbohrt noch immer mein Herz.
Ein Stachel, den ich mir selbst hineingerammt habe, als ich dich sterben ließ. Verbrannte Seiten. Du hast mich geliebt, dessen bin ich mir sicher. Ich dachte, ich hätte dich auch geliebt, aber ich lag falsch. Denn Liebe bedeutet, sich nicht zu schämen und füreinander da zu sein. Und beides trifft nicht auf mich zu. Du hättest mich nicht lieben sollen. Ich habe nur Verachtung verdient. Ich bin ein Feigling. Ich bin ein Schwächling. Ich bin eine Närrin. Ich bin eine Frau ohne Mut. Du, Deborah, warst eine Frau, deren Mut alles übertroffen hat. Verbrannte Seiten. Die zweite Gruppe wird nicht mehr eintreffen und dieses Tagebuch ist nur ein klägliches Manifest für die Hoffnungen eines törichten Weibs. Ich kann nicht länger hier verweilen. Ich werde nichts mehr schreiben und der Stachel wird bleiben, wo er ist, in meinem Herzen. Diese Höhle hat mir eine Zeit lang als Unterschlupf gedient, aber jetzt werde ich meine Gefühle hier zu Grabe tragen. Soll das Feuer doch alles verzehren. Hier steht, dass Kate eine Frau namens Deborah liebte, sie aber sterben ließ. Die jüngere Newsmith hält nicht viel von sich. Sie musste ihre Liebe wohl gut verbergen. Also gehe ich von aus, weil man muss ja dazu sagen, es sind andere Zeiten. Wir sind hier irgendwie 1800 irgendwas, glaube ich, habe ich mal gelesen am Anfang. Wünschst du dir, du wärst noch einmal nach Hause zurückgekehrt? So, mein letztes Mal. Zuhause ist Vergangenheit. Es gibt kein Zuhause, zu dem ich zurückkehren könnte. King James Bibel, die offizielle Übersetzung der christlichen Bibel für die Church of England, die auch die offizielle Bibel der Puritaner ist. Erstens haben wir die, glaube ich, schon mal gefunden. Und zweitens heißt das dann wohl so viel wie, nehmt diese Bibel mit, ihr werdet gleich sterben. So. Ich denke mal, dass die Bestie gleich kommen wird, deswegen. Wo sind wir denn hier? Das ist aber jetzt ein anderes Sieht Bibel. Fast wie mein Zuhause aus. Wie meinst du das? Mein Elternhaus stand in der Nähe der Zuckermühlen, bevor das Feuer es niedergebrannt hat. Ich habe nie gesehen, wo sie sich danach niedergelassen haben. Sie hätten dich geliebt. Weißt du das? Ich wünschte, ich hätte sie kennenlernen dürfen. Ja. Man freut sich doch immer auf die Schwiegereltern. Nein, das hört sich jetzt so böse an. Da unten ist was Grünes. Das ist nur zum Einsammeln. Die Bestie ist nach links Noch gelaufen. Mehr Spuren. Unsere Beute kam hier vorbei. Oh nee, ich wollte doch nur was einsammeln. Sie lernen es einfach nicht, oder? Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Da ist noch einer. Ich weiß. Ich wollte doch nur die Pflanzen hier holen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Da kommen immer irgendwelche untoten Idioten hier vorbei und denken sich, sie wollen unbedingt mein Leben haben. Blödmänner. An dem Altar haftete Essenz. Sie ist jetzt in mir. Ich nehme an, das ist was Gutes. Alles in Ordnung? Ja. Ich fühle mich belebt. Das ist schön. Dass wir der Bestie offenbar immer noch folgen, ist nicht so schön. Der Stoff kommt mir bekannt vor. In Dulens Sachen waren Fetzen davon. Sie sollten zweifellos den Weg zum Lager markieren. Das heißt, die Bestie ist das Lager. Schön wär's. Aber ich befürchte, wir haben hier noch so eine Art Bosskampf vor uns. Och, es geht wieder ins Dunkel rein. Nein. Dann sehe ich doch wieder nichts mehr. Ah, nee, okay. Sehr schön. So,
Ich habe absolut null Plan, wo wir jetzt eigentlich überhaupt sind oder wo wir hin müssen. Natürlich. Es ist noch nicht vorbei. Achtung, ein Schemen ergreift Besitz. Der kleine Scheißer ist mächtiger geworden. Hallo, ich wollte dich gerade angreifen. Oh, was sind die auf einmal alle so schwer? Und vor allen Dingen, warum sind die alle so aggro auf mich? Ich meine, ich kann doch nichts dafür, dass die Probleme haben. Jetzt, wo die tot sind und keine Freunde mehr haben und Aggressionen und... Kann ich ja alles nachvollziehen, aber da kann ich doch nichts für. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich will hier nur mein Rätsel lösen. Achso, da komme ich gar nicht hoch. Da hätte ich gar nicht zurücklaufen müssen. Moment. Was ist hier? Was willst du mir sagen? Hm? Das kommt, wenn ich hier bin, aber hier ist doch gar nichts. Ich kann nur hier was machen. Kann ich hier überhaupt was machen? Doch. Natürlich ist die Brücke zerstört. Eine intakte wäre ja auch zu viel verlangt. Nö, anscheinend kann ich hier nichts machen. Jetzt ist es wieder weg. Da unten. Muss ich da erstmal runter? Wahrscheinlich, ne? Warum drücke ich eigentlich? Ich kann ja einfach so runterlaufen. Okay, von hier aus, genau. Ich sehe keinen Weg. Oder auch nicht. Na gut. Hat da unten gerade was... Ja, da hat was geblinkt. Das heißt, wir müssten eigentlich runter und wieder hochkommen können. Ja, es ist tief genug. Ich will nur ein paar Blümchen pflücken, ja? Kein Grund dafür, jetzt hier wieder neue Geister oder so hinzumachen. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ja, ja, ich guck grad schon. Von hier aus geht auch nicht, glaube ich, oder? Moment. Nee, von hier aus geht auch nicht. Gucken wir mal hier. Zack. So, mal wieder eins. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, sehr schön. Da. Wir kommen ihr näher. Das ist schlecht. Das ist zwar gut für die Story, aber schlecht für mich. Frage ist, geht das jetzt hoch oder runter? Und wieso ist das gerade grün geworden? Aha, es geht in die Tür rein. Ja, wieso war mir das nur wieder klar? Sie lernen es einfach nicht, oder? Ist er. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Lass mich doch erst noch gucken. Ich muss hier noch was einsammeln. So. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ja, aus dem Totenreich. Aber ich kann hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie rein? Durchs Fenster oder so? Hinten ist noch eine Tür. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Ah, doch, links rum. Ich will aber erstmal wissen, was in der Kiste ist. Dann kann ich alles andere machen. Hallo? Verschlossen.
Wir brauchen einen Schlüssel. Dein Ernst jetzt? Ich hab mich so auf die Kiste gefreut. So, mal gucken. Über die Natur der Schemen. Okay, aber hier lauert trotzdem nichts auf uns. Und ich krieg die Kiste nicht auf. Allerdings muss ich hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das Video doch sehr, sehr lange geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.